Hallo, ich begrüße Sie wieder einmal herzlich zu DSTV. Mein Name ist Emma Stapel und mit dieser Sendung werfen wir einmal einen Blick über die Grenzen Deutschlands hinaus. Der Status des Kosovo ist international zu Recht höchst umstritten. Das Staatsgebilde auf dem Balkan ist ein lupenreines Produkt des NATO-Angriffskrieges gegen Ex-Jugoslawien. Für die Serben jedoch heiliges Land und Standort vieler orthodoxer Klöster und anderer Kulturdenkmäler. Während sich in letzter Zeit immer mehr Angehörige der muslimisch-albanischen Mehrheitsbevölkerung als Wirtschaftsflüchtlinge auf den Weg nach Deutschland machen, halten die Serben wacker die Stellung. Obwohl es ihnen, vor allem ihren Kindergärten und Schulen, an allen Ecken und Enden am nötigsten mangelt. Schon zum wiederholten Male hat sich vor kurzem eine international besetzte Gruppe von Aktivisten der Europäischen Solidaritätsfront für Kosovo auf den Weg gemacht, um die serbische Minderheit vor Ort mit Hilfsgütern zu unterstützen. Wir waren mit der Kamera dabei und zeigen exklusive Bilder von dieser humanitären Aktion. Der Kosovo, heiliges Land der Serben, Schauplatz historischer Schlachten auf dem Amselfeld, Standort uralter orthodoxer Klöster und Kulturdenkmäler. Schon vor der völkerrechtlich höchst umstrittenen Unabhängigkeitserklärung von 2008 waren die Serben im Kosovo Pogromen und Unterdrückung seitens der über Jahrzehnte angewachsenen muslimisch-albanischen Bevölkerungsmehrheit ausgesetzt. Die Lage hat sich seitdem kaum verbessert. Deshalb gründeten nationale Aktivisten aus mehreren Staaten im Jahre 2013 die Europäische Solidaritätsfront für Kosovo, um die serbische Minderheit zu unterstützen. Auch Mike Müller aus Dresden ist seit einiger Zeit dabei, sammelt Geld und Sachspenden und organisierte in diesem Jahr zum wiederholten Mal eine Hilfsmission in den Kosovo. Vom 7. bis zum 11. September waren er und seine Freunde von der ESFK unterwegs, um vor Ort notleidenden Familien, Schulen und Kindergärten mit dem Notwendigsten zu helfen. Bereitwillig gab Mike Müller Auskunft über die diesjährige Reise, die von Dresden über Bratislava und Budapest bis zum serbischen Grenzübergang bei Szeged und dann weiter über Belgrad bis in den Kosovo nach Kosovska Mitrovica und Velika Hoca führte. Wen unterstützt ihr bei eurer Mission in welcher Art und Weise? Also bei dieser Mission, bei der wir mit 10 Personen aus 6 verschiedenen europäischen Ländern in den Kosovo reisen werden, unterstützen wir in erster Linie eine hilfsbedürftige Familie, eine Mutter mit 4 Kindern, deren Vater leider im vergangenen Jahr verstorben ist. Wir unterstützen außerdem eine Schule und 2 Kindergärten, denen wir benötigte Materialien jeweils in Absprache versuchen hinzubringen. Das sind die unvorstellbarst einfachen Dinge, zum Beispiel Buntstifte, Buntpapier, Bastelsachen und dergleichen. Es ist vielleicht schwer vorstellbar, aber die meiste Zeit unserer Reise ist natürlich die Reise zu den verschiedenen Institutionen, Gespräche mit diesen Leuten und die Hilfsgüter eben den Kindern und bedürftigen Familien zu übergeben. Aber dazwischen besuchen wir auch serbische Kulturgüter, Klöster, die wieder aufgebaut worden sind seit 1999 beispielsweise und versuchen natürlich viel mit den Menschen vor Ort in Gespräche zu kommen, wie sich das Leben dort heute als serbische Minderheit im Kosovo konkret gestaltet. Doch was treibt einen jungen Nationalen aus Deutschland dazu, mit Hilfsgütern auf den Balkan zu fahren? Als ich im vergangenen Jahr eine Vortragsreise machen durfte zu diesem Thema, ist mir vor allem aufgefallen, dass die politische Rechte in Deutschland immer noch stark behaftet ist mit gewissen Dogmatismen. Und ich bin der Meinung, wir sollten in Zukunft alle Anstrengungen daran setzen, diese Dogmatismen aufzubrechen. Denn in erster Linie haben wir uns zu befassen mit diesen Problemen, die die Gegenwart also uns entgegenstellt. Als im Jahr 1999 die Regierung von Gerhard Schröder und dem Außenminister Joschka Fischer die völkerrechtswidrige Bombardierung von Ex-Jugoslawien, also insbesondere Serbien und dem Kosovo, gewissermaßen legitimiert hat, hat die Bundesrepublik Deutschland in diesem Zug aktiv die terroristischen UCK-Milizen, also die Befreiungsarmee Kosovo, unterstützt, hat damit aktiv unterstützt den Genozid an den Serben, und was gleichbedeutend ist mit dem Genozid an europäischer Identität im europäischen Kontinent. Wenn ich die Geschichte des serbischen und des deutschen Volkes betrachte, kann ich also gerade in der jüngeren Geschichte mehr Verbindendes erkennen als Trennendes. Wenn wir sehen, dass ganze serbische Dörfer vernichtet wurden in diesem Krieg, Familien vertrieben worden sind, ermordet worden sind, Kulturgüter ausgelöscht wurden, über 150 serbisch-orthodoxe Kirchen zum Teil komplett zerstört seit 1999, dann verbindet mich das mit Hinblick auf die Geschichte unseres eigenen Volkes, besonders nach dem Zweiten Weltkrieg, mehr, als ich eben Trennendes zwischen der Geschichte unserer Völker erkennen kann.
Die Englischlehrerin Jovana Baljosevic, die an der von den ESFK-Aktivisten besuchten Schule in Velika Hoca unterrichtet, bestätigt Müllers Darstellung. So in June 1999, when als im Juni 1999 die jugoslawischen Streitkräfte abzogen und die KFOR einrückte, verließen viele Serben ihre Heimat. Mehr als 250.000 Serben flohen. Auch ich verließ meine Heimatstadt. Damals dachten wir, dass die internationale Gemeinschaft Gerechtigkeit für jeden bringen wird. Heute wissen wir, dass diese internationale Gemeinschaft nichts ist. Sie halfen den Albanern, ihr Leben hier zu etablieren. Und wir dachten, sie würden auch uns Serben helfen, ein normales Leben in Kosovo und Metochien zu führen. Aber leider hat sich nichts verändert. But unfortunately nothing changed. So when you ask about the future, you know. Wenn du also nach der Zukunft fragst, wir sehen keine, aber wir hoffen, dass sich etwas ändert. We hope that things will change. Die Hoffnung stirbt nie. Never dies. Auch die Leiterin des serbischen Kindergartens, Liljana Radic, verdeutlicht die schwierige Situation vor Ort und zeigte sich überaus dankbar für die solidarische Hilfe aus dem Ausland. Inače pre rata vrtić je postojao. Vor dem Krieg befand sich der Kindergarten in der Innenstadt. Aber jetzt ist er von Albanern besetzt. So mussten wir diesen hier in unserem Stadtteil von Orahovac eröffnen, wo wir nun arbeiten und leben. Inače, eto, ovom prilikom ja mogu da iskoristim i da se zahvalim majku i njegovim prijateljima iz Španije, iz Sirije, iz Nemačke. Ich möchte Mike und seinen Freunden aus Spanien, Syrien, Italien, Belgien und so weiter danken, die hierher gekommen sind, um uns zu helfen. Wir sind so glücklich, weil wir nun alle Dinge haben, die wir für unsere Arbeit benötigen. So können wir aufschreiben, wie wir leben und um unser Überleben kämpfen. Letztendlich möchte ich sagen, dass das Leben hier nicht einfach ist. Doch für uns ist das unser Land und wir werden unseren Kampf nicht aufgeben. Die Teilnehmer der ESFK-Hilfsmission konnten schließlich mit der Gewissheit wieder nach Hause fahren, viel Gutes für die auf ureigenem Land unter Fremdbestimmung lebende serbische Minderheit getan zu haben, vor allem für die Kinder, die die Zukunft eines jeden Volkes sind. Dies zeigt auch das Fazit, das Mike Müller nach seiner Rückkehr nach Deutschland ziehen konnte. Ja, wir sind nun seit einigen Stunden wieder in der Heimat angekommen, sind rechtschaffend müde und können von den zurückliegenden Tagen ein durchaus positives Fazit ziehen. Wir haben gesehen, dass sich an der Situation im Kosovo für die Serben seit der NATO-Aggression 1999 kaum etwas verändert hat. Die Menschen sind sehr dankbar, dass wir ihnen hier bei uns eine Stimme geben über ihre Situation und werden deshalb unsere Arbeit in den nächsten Monaten und Jahren weiter fortsetzen und würden uns freuen, wenn sie uns dabei unterstützen. Wir finden, das ist eine gute Sache. Wer die künftigen Missionen der ESFK unterstützen möchte, kann über die Internetseite der Organisation Kontakt mit den Verantwortlichen aufnehmen. Und wer möchte, dass die STV auch weiterhin über Geschehnisse berichtet, die von den Massenmedien verschwiegen werden, kann natürlich auch uns unterstützen. Entweder in Form eines Abos der Deutschen Stimme oder mit einer Spende an die am Ende eingeblendete Bankverbindung. Ich verabschiede mich nun bis zur nächsten Woche und wünsche Ihnen alles Gute. Schalten Sie bald wieder ein, Ihre Emma Stapel.